Nun sehen wir uns ein Beispiel aus der Punktkinematik an, welches sich mit dem Zeichnen von Diagrammen beschäftigt. Wir haben es mit einem Flugzeug zu tun, das auf der Rollbahn aus der Ruhe wegrollt, eine Strecke von 1500 Meter auf der Startbahn zurücklegt und danach nach konstanter zu berechnender Beschleunigung bei einer gegebenen Geschwindigkeit V1 abhebt. Danach ist bekannt, dass es entlang einer Geraden mit konstanter Beschleunigung A2 aufsteigt, bis eine Geschwindigkeit V2 erreicht wird. Zu zeichnen sind nun die ST-, VT- und AT-Diagramme für diesen Flugzeugstart. Auch hier bietet sich wieder an, die zeitfreie Gleichung zu verwenden für den ersten Schritt. Der erste Schritt ist nämlich einmal die konstante Beschleunigung zu berechnen auf der Startbahn. Also wiederum, V1² ist V0² plus 2A1 S1 minus S0. Damit ist es A1, V1² minus V0² durch 2 mal S1 minus S0. V0 ist 0, S0 ist 0. Es bleibt nur V1 und S1 über und damit nur einfach einsetzen. 1,74 Meter pro Sekunde Quadrat. Dann kann man auch direkt die Zeit ausrechnen, wenn man wieder diese erste Gleichung verwendet. V1 ist V0 plus, jetzt ist es A1 mal T, kriegen wir daraus direkt das T1, nennen wir es dann, als V1 durch A1, V0 ist ja wieder 0. 41,5 Sekunden. So. Das war der erste Abschnitt, das Rollen. Zweiter Abschnitt hat eine konstante Beschleunigung von A2 bis 0,9 Meter pro Sekunde Quadrat. Und die Endgeschwindigkeit soll 353 oder umgerechnet 98,06 Meter pro Sekunde sein. Dann setzen wir wieder ein in die erste Gleichung da drüben für die konstante Beschleunigung. Ist ja nach wie vor so, dass sie konstant ist. V2 ist also V1 plus A2 T2. Damit rechnet man sich dann das T2 eben nur für den Abschnitt aus. V2 minus V1 durch A2, das sind dann die 28,73 Sekunden für den zweiten Abschnitt rein und aus dem Zusammenhang V2² ist V1² plus 2A2. So, und jetzt ist natürlich jetzt kommt die Inkonsistenz ein bisschen rein. Ich schreibe es einmal her, damit sehen, wie es dann in den durchgerechneten Unterlagen steht. Hier sollte man eigentlich, wenn man da nur das T2 nimmt, sollte man hier das S1 auch weglassen. Weil dann haben wir auch nur den zweiten Abschnitt. Tun wir das weg. Dann steht da nämlich nur mehr, S2 ist V2² minus V1² durch 2A2, normalerweise wäre noch S1 dabei, weil man typischerweise misst man bis zum Startpunkt. Und dann sollte hier, was kommt da raus? 2446. Okay, und dann zeichnen wir die Diagramme. Oben das ST-Diagramm, S in Meter, da das VT, V in Meter pro Sekunde und hier A in Meter pro Sekunde Quadrat, da haben wir überall die Zeit in Sekunden. Wie schauen die dann aus qualitativ, die Diagramme? Wo fangen wir an überhaupt am besten? Wenn man nichts kennt über das System, wo ist es am einfachsten anzufangen, in welchem Diagramm wahrscheinlich? Das AT-Diagramm ist für konstante Beschleunigung das leichteste, oder? Weil dann haben sie zwei Abschnitte mit jeweils konstanter, also mit einer geraden Linie sozusagen, mit konstanter Beschleunigung halt. Nämlich hier
einmal den ersten Abschnitt und dann immer, ob man da jetzt zumacht oder nicht, das ist die Frage. Den zweiten, da haben wir die 1,74 und da die 0,9 Meter pro Sekunde Quadrat. Die Zeit schreiben wir da unten her, das sind 41,5 Sekunden und da am Ende sind es 70,2, wenn man es von Start wegrechnet. Und dann ziehen wir da so Ordner rauf und da ist jetzt die Frage, was passiert da oben? Wie schaut das VT-Diagramm aus, wenn das AT-Diagramm konstant ist? Also ich habe zwei lineare Äste und zwar die Steigung hängt natürlich von der Größe der Beschleunigung ab. Das heißt, der zweite sollte etwas flacher sein, weil die Beschleunigung auch kleiner ist. Dann haben wir hier die 72,3 Meter pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit beim Abheben. Und Reiseflug ist 98,1 gerundet. Und das SD-Diagramm, wie schaut das dann aus? Welche Kurvenform wird man dann kriegen? Parabel, ja? Sowas. Und dann geht es irgendwie so weiter. Da haben wir die 1500 Meter und hier haben wir die 3946, laut meiner gerundeten Rechnung zumindest.